2019 stand das erste Mal hier und haben schon demonstriert, aber es hat sich bis dato immer noch nichts geändert, also stehen wir schon wieder hier. Leerstände gibt es immer noch in der Stadt, es wird immer noch zwangsgeräumt und es ist großartig, dass Menschen hier sind, die selber betroffen sind, die sich selbst hier vertreten und wissen, was es heißt, wenn man kalten Arsch hat. Und das wissen die PolitikerInnen, die hier im Roten Rathaus sitzen, nicht. Deshalb stehen wir gerade hier, weil die könnten was ändern, tun es aber nicht. Und das wäre toll, wenn das sich was ändern würde. Und wie gesagt, bis 2030 soll Obdachlosigkeit abgeschafft werden. Wir wollen aber, dass die Leute richtig Wohnung haben und nicht nur in irgendwelche Armutsindustrie-Massenunterkünfte kommen. Die sind nämlich entrechtend und nicht wirklich des Menschenwürde angemessen. Ne? Und das ist nun mal Paragraf 1 im Grundgesetz und wird halt null eingehalten. Und es gibt so viele Sichtweisen, auf die wir heute noch hinweisen werden und was wir erzählen werden. Und trotz des Regens sind wir hier, trotz der Kälte sind wir hier, weil heute ist es mal kalt und nass. Und das haben Leute jeden Tag auf der Straße. Und deshalb jeder, der einen warmen Po hat, sollte froh sein, dass er einen warmen Po hat. Und vielleicht mal ein bisschen solidarischer und vor allen Dingen akzeptieren die Menschen und die angucken und vielleicht auch mal mit den Leuten reden, weil das einfach ganz wichtig ist, weil es kann so schnell gehen, es kann jeder Eigenbedarfskündigung und zack ist mal seine Wohnung los und es geht super schnell und toll, dass so viele Leute hier sind und wir machen nachher noch eine Schweigeminute, aber zuerst wollte der Martin was sagen, den lasse ich mal ran. Danach ist die Maria dran vom Solidarischen Kreuzberg und MOG 61. Und Martin, ich gebe dir das Mikrofon. Und danke erstmal, ich hoffe, der Regengott nett, dass es im Bild trockener noch wird, das wäre wenigstens geil. Und ansonsten vielleicht kommt Geisel und Kipping, wie sie heißen, her. Es wäre toll, die sollen mal zuhören, nicht Werbung machen. Zuhören, zuhören. Das ist... Den kläst du den Marsch aber bis nach Hollywood. Bitte. Danke, Martin. Du stellst dich selber vor, ne? Menschen, die mit dran wirken. Und alleine ist man nichts. Nur in der Gruppe kann man was sein. Und deshalb müssen viele Menschen solidarisch miteinander sein. Wir sind alle auf einer Augenhöhe. Das ist das Wichtigste. Und jeder darf hier mitwirken, mitmachen, was sagen. Wir haben ein offenes Mikrofon. Natürlich keine rassistische, homophobe oder sonstige Scheiße. Sowas wollen wir natürlich hier nicht. Das ist auch klar, ne? Menschlich sein, das ist ganz wichtig. Egal, wo jemand herkommt. Ne? Das ist das Wichtigste. Wir haben Platz. Ganz klar für alle und viele und es gibt so viele leere Bürohäuser, die so schnell umgewidmet werden könnten, wenn das nur gewollt würde. Und ich gebe aber gleich weiter. Du stellst dich alleine vor, würde ich sagen, ne? Ne? Ich freue mich.